Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich alles um das Thema schöne Nägel, gesunde Nägel, lange Nägel bekommen. Bei mir war es nämlich so, dass ich vor einem Dreivierteljahr mir Gelnägel habe machen lassen. Dann habe ich damit aufgehört, weil es mir einfach nicht mehr gefallen hat. Und dann waren meine Nägel richtig kaputt. Also man lässt sich ja dann das Gel abfräsen, so wegschleifen mit so einer Maschine. Und danach waren meine Nägel komplett am Arsch. Also die waren so dünn und so weich und haben immer gesplittert, sind gerissen, alles Mögliche. Jetzt ist es ungefähr ein halbes Jahr her, seitdem ich ohne Gelnägel bin und mein Nagel ist jetzt auch wieder komplett rausgewachsen. Und in der Zwischenzeit habe ich einiges gemacht, damit sich meine Nägel besser aufbauen können, damit die wieder stärker werden. Und generell habe ich für mich ein paar Tipps herausgefunden, wie ich meine Nägel gesund bekomme, und ich habe einige Sachen herausgefunden, die den Nägeln extrem schaden. Und zwar ist mein erster Tipp für schöne Nägel, dass ihr aufhört, Nagellackentferner mit Aceton zu benutzen. Und zwar ist Aceton ein richtiges Gift für euch. Erstens trocknet es euren Nagel extrem aus, entzieht ihm Öl und Feuchtigkeit und schädigt das Keratin im Nagel. Und allein die Tatsache, dass Aceton auch in der Industrie benutzt wird, um Lacke oder Schaumstoffe aufzulösen, sollte schon eigentlich ein Warnzeichen sein, dass es nicht sehr gut ist für unseren Organismus und für unsere Haut. Das Einatmen oder diese Dämpfe von dem Aceton sind auch überhaupt nicht gut für eure Augen, für eure Nase und für die Lunge. Deswegen würde ich euch davon abraten. Als Alternative besser wäre acetonfreier Nagellack. Ist jetzt auch nicht ideal. Am besten ist es, wenn ihr euch mit Zitronengrasöl die Nägel ablackiert. Das ist ein ganz natürliches Öl und damit kann man sich auch die Nägel ablackieren. Wenn ihr so Glitzernagellack oder so verwendet, mit so dicken Glitzerpartikeln, dann kann es natürlich ein bisschen schwerer sein, weil dieser Aceton kann es schon besser entfernen. Aber ist auf jeden Fall deutlich besser für die Gesundheit und für die Nägel natürlich auch. Ihr könnt auch mal im Biomarkt gucken, da gibt es auch Nagellackentferner, die deutlich bessere Inhaltsstoffe haben und eure Nägel nicht so stark strapazieren und austrocknen. Was mir im Sommer extrem aufgefallen ist, ich habe mir meine Nägel extrem selten lackiert, weil ich einfach irgendwie keine Lust drauf hatte und einfach das mal ausprobieren wollte, meinen Nägeln quasi eine Pause auch von dem Nagellack zu geben. Und da sind wir schon beim zweiten Tipp. Versucht einfach eure Nägel so selten wie möglich mit Nagellack zu lackieren. Und wenn ihr das macht, dann benutzt einen Unterlack, einen Nagellack und einen Topcoat, damit der Nagellack so lang wie möglich hält, damit ihr den nicht so oft wieder entfernen müsst. Auch mit dem Nagellackentferner. Nagellack ist natürlich auch nicht das Gesündeste für eure Nägel. Aber ich kann es total verstehen, wenn man darauf nicht verzichten möchte. Möchte ich auch nicht. Aber ich gönne meinen Nägeln immer mal eine Pause für ein, zwei Wochen oder so. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wenn ihr so Verfärbungen in euren Nägeln habt, weil ihr zum Beispiel keinen Unterlack oder so verwendet habt und dann eure Nägel sich ein bisschen gelb verfärbt haben oder wenn ihr raucht oder so, dann könnt ihr auch einfach eine Zitrone nehmen, aufschneiden und auf eure Nägel drauf machen. Dann gehen die Verfärbungen wieder raus und dann könnt ihr quasi ohne Probleme keinen Nagellack benutzen und habt trotzdem schöne Nägel. Wie wir alle wissen, spielt Ernährung natürlich eine extrem große Rolle, wenn es um Haut, Haare oder Nägel geht. Und deswegen empfehle ich euch jetzt mal ein paar Vitamine, die essentiell dafür sind, dass eure Nägel gesund sind und auch gut wachsen können und stark werden. Und zwar ist es einmal Biotin. Biotin ist auch als Vitamin H bekannt oder Vitamin B7. Und das ist einfach total wichtig für Haut, Haare und Nägel. Denn wenn ihr einen Mangel habt an Biotin, dann bekommt ihr schnell brüchige Nägel oder zum Teil auch Haarausfall. Ein paar Lebensmittel, in denen Biotin enthalten ist, sind zum Beispiel Kerne, Kürbiskerne, Walnüsse oder Getreide. Zink ist auch extrem wichtig. Zink ist zum Beispiel auch in Pilzen oder Linsen enthalten und in ganz vielen anderen Obst- und Gemüsesorten. Eiweiß ist auch extrem wichtig, denn Eiweiß sorgt für den Aufbau und Erhalt von Haut, Haaren und Nägeln und ist zum Beispiel in großen Mengen in Linsen unter anderem vorzufinden. Spinat ist natürlich auch ein richtiges Superfood. In Spinat ist extrem viel Vitamin C, Vitamin A, was auch gut für die Augen oder für die Haut ist, und Biotin. Haferflocken sind auch mega, mega gut und vor allem auch super günstig. In Haferflocken sind unter anderem Eiweiß, Magnesium, Zink, Eisen, Kalzium und Biotin enthalten, also mega, mega viel. Macht euch einfach ein Oatmeal in der Früh als Frühstück mit Haferflocken und dann habt ihr schon sehr viel für eure Gesundheit und Schönheit von innen getan. Wasser trinken ist natürlich auch extrem wichtig. Also ich würde sagen, ich trinke so 2 bis 3 Liter am Tag.
Umso mehr, umso besser. Wasser ist nämlich gut, dass eure Nägel nicht austrocknen, eure Nägel nicht spröde werden und ihr diese Rillen nicht so bekommt in den Nägeln. Und eure Nägel glänzen mehr und sind einfach gesünder, wenn ihr mehr Wasser trinkt. Ich würde euch empfehlen, dass ihr eure Nägel feilt und nicht schneidet, denn durch das Schneiden kann es sein, dass der Nagel splittert und das strapaziert den Nagel einfach zu sehr. Und wenn ihr feilt, achtet darauf, dass ihr zum Beispiel eine Glasfeile benutzt und immer in eine Richtung feilt, weil wenn ihr immer so hin und her feilt, dann macht es den Nagel spröde und reißt einfach den Nagel so ein bisschen auf, dass er leichter einreißen kann. Ein weiterer Tipp von mir ist, wenn ihr euer Geschirr mit der Hand spült, dann achtet darauf, dass ihr Handschuhe tragt, weil das Spülwasser, was oftmals sehr heiß ist, und das Spülmittel dafür sorgen, dass eure Nägel brüchig werden. Jetzt kommt noch mein letzter Tipp. Und zwar würde ich euch empfehlen, eure Nägel mit Nagelöl einzureiben, auch für die Nagelhaut, damit das alles gepflegt ist und nicht austrocknet und damit der Nagel gesund aus dem Nagelbett herauswachsen kann. So, das waren jetzt meine Tipps für schöne, lange, gesunde, gepflegte Nägel. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Mua, ciao! Overdose, slow, hope, drop, don't choke, this is a psychosis.